Servus, grüßt euch und hallo, der Genick heißt euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Dinosaur Fossil Hunter. Und es freut mich, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht so genau, ob ich so gute Nachrichten habe, denn ich habe mir jetzt einmal ein paar Minuten umgeschaut. Ich habe das letzte Mal herausgefunden, hey super, es gibt endlich eine Speicherfunktion. Es hat jetzt über Nacht auch einen neuen Patch gegeben, den das Team von Pyramid rausgebracht hat. Aber, und jetzt kommen wir zum großen Aber, wenn ich mir so umschaue und ihr werdet es vielleicht sehen, Punkt 1, unser Auto ist nicht mehr da, ich habe keine Ahnung, warum nicht. Punkt 2 ist, also es stehen hier schon lauter tolle Geschichten mit gelben Pfeilen drauf, was da denn so ist, aber ich habe mir das jetzt alles einmal angeschaut, ich kann im Grunde überhaupt nichts tun. Also keine Ahnung, hier ist irgendwas mit Drohnen, auch eine Shell-Reise geht nicht. Ich hänge jetzt irgendwie total in der Luft, weil es gibt auch keine Anweisungen mehr. Vielleicht ist es so beabsichtigt. Vielleicht muss ich einfach jetzt selber irgendwie schauen, dass ich klarkomme. Ansonsten keine Ahnung. Also, und jetzt würde ich mal, hier ist zum Beispiel Wasser. Ich habe irgendwann einmal in einem Vorspann gesehen, dass man tatsächlich so Wasser abpumpen kann. Hier ist so ein schwimmendes Ding. Da habe ich jetzt nicht so genau die Ahnung, was man damit machen kann. Also ja, im Moment bin ich gerade so ein bisschen enttäuscht. Hier können wir Licht irgendwo hinstellen, okay. Das ist wohl eine Pumpe. Das weiß ich auch nicht genau, was das ist. Das ist hier nichts erklärt. Ah, okay, gut. Stellen wir das einmal da drauf. Okay, gut. Baggerpumpe kann nur im Wasser verwendet werden. Na gut. Und was machen wir jetzt damit? Keine Ahnung. Pumpe benutzen. Okay. Linke Pumpe benutzen. Passiert aber nicht viel. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also mit dem Ding kann man ja wohl, das macht ja irgendwie Sinn, das Wasser aus diesen Schünfen abpumpen und dann eben zu schauen, ob da Steine sind, mit denen man irgendwas anfangen kann. Macht ja irgendwie Sinn, aber im Moment weiß ich noch nicht. Und schauen wir mal, was das hier ist. Powergenerator, okay. Also keine Ahnung. Wir müssen anscheinend jetzt wirklich völlig ohne Tutorial, nachdem es vorher ewig viele und lange Tutorials gab, irgendwie versuchen, dass wir alles irgendwie selber rausfinden. Also wir können auch im Notfall tauchen. Hilft uns aber jetzt. Ah, verstehe. Okay, wir sind mittlerweile Unterwassertaucher. Da schau her. Das ist ja alles gut und schön, aber okay, vielleicht sollten wir mal wieder erst ein bisschen Luft holen. Es bringt uns ja nichts, wenn wir im Prinzip die Sachen da unten nicht rausholen können. Kann ja, kann ich da, jetzt schauen wir mal. Ja, also. Gut, wir können jetzt da Stein für Stein rausholen. Das ist ja irgendwie auch nicht Sinn der Sache, oder? Und dann könnten wir. Aber das kann es ja nicht sein. Wir können also unten aufsaugen. Verstehe die Logik noch nicht ganz, warum wir das tun sollten, wenn wir ja sowieso. Okay. Und wir können weiterhin sonst nichts tun. Ja, Paletten für Kisten. Einmal die Kisten dahin. Okay, da hätten wir jetzt leere Paletten. Ja, gut, okay. Und das Ding
Power Generator, okay, also Stromeinheit, die ich weiß nicht, was macht. Ja, und das Auto ist auch nicht da, also hänge jetzt gerade ein bisschen in der Luft. Ganz ehrlich, finde ich jetzt seltsam. Weiß jetzt nicht, was es bringt, dass wir. Ah, Moment einmal, da ist doch was. Okay, aber gerade den Stein, da wo ich vermute, dass da was drin ist, den kann ich jetzt nicht aufheben. Okay. Jeden anderen Blütenstein kann ich jetzt aufheben. Den nicht. Kann da nichts anderes machen, wir das Licht einschalten. Okay. Ach, der lag vielleicht noch nicht frei. Okay. Kann natürlich sein. Jetzt liegt er definitiv frei. Okay. Ah, okay. Mag er das Ding? Jetzt hängt er da auch noch fest. Also ganz ehrlich, ich hoffe mal nicht, dass sie sich jetzt verpatcht haben, die Jungs. Weil das ist natürlich Mist. Okay, jetzt geht wieder was zumindest. Jetzt können wir den auch aufheben. Also ich weiß nicht, ob das das Ziel ist. Aber gut, zumindest haben wir mal was zu tun. Und die ersten Fossilien, die an der neuen Station entdeckt wurden, haben mir ein unvergessliches Erlebnis beschert. Naja, mehr oder weniger mir auch. Nach der ersten Besichtigung war ich überzeugt, dass ich gerade etwas Außergewöhnliches entdeckt hätte. Ich informierte sofort den Promoter. Okay. Und jetzt? Auch keine visuelle, weil ich weiß, was passiert ist. Ach, Kinder, also zuerst machen es Tutorials, dass man gleich gar nicht mehr weiß, wo einem die Ohren stinger und auf einmal ist das alles irgendwie abgebrochen und man muss irgendwie selber schauen. Also, bin ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber gut. Da war doch dann also mit neu eingipsen. Sodala. Dann können wir da jetzt irgendwas mit den Drohnen machen. Achso, ne, die Drohnen kümmern sich nur um die Kisten, okay. Einige Stunden später kam er persönlich zu der Ausgabe und bestätigte meine Vermutung, dass ein Skelettfragment von den Dromaeosaurus war. Das war eine so bemerkenswerte und wichtige Erkenntnis, dass der Professor beschloss, die Medien darüber zu informieren, die das Thema sehr gerne aufgriffen. Bald wurde meine Entdeckung zu einer landesweiten Sensation. Wollen wir das überhaupt? Okay, und jetzt? Der Kopf ist es, okay. Okay, und dann schauen wir mal. Man muss jetzt echt, das ist ja auch komisch. Entweder, also es war gestern kein Tutorial, definitiv nicht. Aber wir können doch jetzt, Moment, genau. Sekunde mal. Wir haben doch diese Drohne. Okay, da müssen. Ach,
du meine Güte, jetzt müssen wir einer drinnen fliegen, aber du fliegst zu weit. Ja, wie, du fliegst zu weit. Wohin soll ich ihn denn fliegen? Vor allen Dingen, wie komme ich wieder runter? So. Also die Drohnenbedienung hat uns auch niemand gezeigt. Und dann sind wir wieder da, wo wir gerade waren. Ja, okay. Da müssen wir das wieder auf die Palette stellen. Probieren wir das einmal. Nein. Okay. Gut. Ja, dann weiß ich auch nicht so genau. Mit dem wissen wir noch nicht so genau, was wir da anfangen können. Dann schauen wir uns noch mal ein bisschen im Wasser um vielleicht. Ja, mei, dann nehmen wir jetzt mal das Ding. Ah, jetzt habe ich es nicht gesehen. Was war das? Was war das jetzt für eine Meldung? Bring dein Auto mit Ausrüstung zu diesem Ort und beginne mit der Ausgrabung. Ja, super. Unser Auto ist aber da. Oh Mann, echt. Ja, ich habe keine Ahnung. Also, da werden wir wohl oder übel zurücklaufen müssen. Was anderes fällt mir da jetzt nicht ein, wenn wir da überhaupt jetzt rauskommen. Naja, gut, zumindest das. Dann, ja, auf geht's. Ich glaube zwar nicht, dass das im Sinne des Erfinders jetzt ist, aber mei, ist halt so. Und dass ihr euch das jetzt anschauen müsst, wie ich da in der Pampa rumlaufe, ja, ist jetzt auch nicht so weltbewegend. Also es tut mir wahnsinnig leid, ich habe wirklich nichts geändert und schauen wir mal, jetzt können wir zumindest, okay, dann läuft man halt wieder zurück und holen wir das Auto. Ich hoffe, dass das da steht. Da hinten steht er. Entlade den Kofferraum und lege die Kisten auf die Paletten. Ja, super witzig. Wir haben nur überhaupt nichts im Auto, mein Freund. Ist ja noch leer, oder? Ja. Did you forget fossil crates, evacuation equipment? Ah, Wahnsinn, weiß ich nicht. Haben wir irgendwas vergessen jetzt? Also nochmal zurück. Da war ja, glaube ich, nichts mehr, oder? Kisten brauchen wir nicht, haben wir ja welche. Ausgrabungsausrüstung haben wir doch alles. Das ist ja alles mit dabei. Das liegt doch alles schon unten. Fahrzeugtausch brauchen wir jetzt nicht. Gut. Dann fahren wir mal runter. Also, ja,
Wenn sich, ganz ehrlich, wenn sich die Jungs das öfters erlauben bei Pyramid, dann wird es schwer, weil dann schalten die Leute halt auch, wenn das immer nicht geht oder wenn sie es schlampig machen, sorry, ist jetzt eine ganz klare Kritik, dann dürfen sie nicht böse sein, wenn sie das die Leute nicht antun wollen, auch wenn das jetzt nur mal eine, jetzt bestimmt kein AAA-Titel ist, aber trotzdem, ich meine, sowas muss schon funktionieren. Sodala, gut, aber jammer, jammer, wir sind da mit dem Auto, alles klar. So. Und wir haben ja schon ein Fossil gefunden. Und dann laden wir den jetzt mal ins Auto. Das ist ja wohl das Ziel jetzt erstmal gewesen, oder? Wo haben wir denn den Kopf? Da ist er. Na, wenigstens können wir schneller laufen. Wenn wir den aufs Dach stellen. So, wunderbar. Na gut, und dann würde ich sagen, suchen wir da ein bisschen weiter. Jetzt ist die Frage, wo wir da im Wasser suchen. Das probieren wir jetzt nochmal. Gehen wir erst einmal so runter. Mal noch irgendwas finden, was hier. Beim ersten Blick sieht man nicht so viel. Gut, dann nehmen wir nochmal dieses Ding hier mit. Saugen da mal den ganzen Dreck da weg. Da trimmt man ja noch was. Muss man sehr oft auftauchen. Ja, ich versuche das jetzt ganz konzentriert zu machen. Ihr wisst es ja immer, wenn ich nicht so viel rede, dann bin ich da voll konzentriert bei der Sache. Und der Kraftstoff ist alle verwendet, den Kanister, um das Auto zu tanken. Die Pumpe ist ausgeschaltet. Wieso das? Sagst du mir, dass die Pumpe irgendwie was mit Benzin vom Auto zu tun hat, oder wie? Ach, Motorpumpe, vielleicht deshalb. Ja, keine Ahnung. Also, mittlerweile. Haben doch ein Benzinkanister. Okay. Und jetzt? Wir tanken mal jetzt das Ding, wenn du das mitten auf dem Fluss steht. Oh Mann. Okay, da anscheinend nicht. Bring mal den mal daher. Ja, man konnte das Ding ja auch nicht hinstellen, man konnte es nur irgendwie fallen lassen. Und da muss man Glück haben, dass es auf die richtige Seite fällt. Also, das kann es ja auch nicht sein. So.
Ist es alles 5 oder wer? Ach du meine Güte, ist das umständlich. So, und jetzt können wir wieder weitermachen. Na ja, mein Learning by Doing, gell? Jetzt? Hallo? Hat uns jetzt ist uns die Luft ausgegangen und hat uns einfach irgendwo rausgeschmissen. Ja. Also, was soll ich dazu sagen, ihr Lieben? Ein nagelneues Spiel. Ich habe irgendwie den Eindruck, da muss noch einiges gepatcht werden. Moment einmal. Habe ich den da? Hey, da irgendwas? Nee. Ah, das dürfte wieder ausgegangen, oder? Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Ja, Wahnsinn. Ja. Eieiei. Gut. Also man muss ein dickes Fell haben, was das anbegeht. Beim Suchen haben sie es einem nicht so leicht gemacht. Hey, es gibt ja auch kein Gerät, wo ich nachschauen kann, so wie den Geigerzähler, ob da irgendwas drin ist, das kann ich ja im Wasser nicht verwenden. Also müssen wir ja im Grunde genommen alles absaugen und alle Steine raus, müsste man alle Steine rausbefördern, die jetzt da drin liegen und schauen, ob man irgendwo was findet, ob vielleicht irgendwo noch irgendwo ein Fossil versteckt ist. Ich glaube, jetzt haben wir fast alles abgesaugt. Ja, okay, wir waren schon wieder zu lang unter Wasser. Ja, gut. Also ich würde sagen, naja gut, also einen Tauchgang machen wir jetzt noch. Jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwo was finden. Man kann im Wasser, man kann dieses F umschalten, wo man ein bisschen besser sieht. Würde tatsächlich bedeuten, wir müssten echt zur Sicherheit. Meistens sieht, oft sieht man es ja, aber oft sieht man es auch nicht. Und wir müssten also jeden einzelnen Stein da hochholen und dann untersuchen. Oder wir nehmen jetzt mal hier unser Ding und machen das einfach hier jetzt einmal. Aha. Okay. Fahne drin. Gut. Fahne drin. Naja, da gibt es ja wahnsinnig viel. Fahne drin. Jawohl. Ja, das ist ja alles voll. Also das kann ja alles sein. Kann ja jetzt nicht 150 Fahnen stecken. Was jetzt auch nicht sein ist, dann das schaut nicht so aus, als wenn das der Stein wäre. Das ist doch der Stein, der nicht der, der verbuddelt ist, sondern der da außen geht. Und dieses Sonar ist doch dafür da, verbuddelte Steine zu finden, oder? Das würde ja irgendwie sonst. Ist ja die Idee irgendwie ad absurdum geführt. Aber gut, okay. Gut, dann.
Also das gilt dann anscheinend auch für Steine, die halt so teilweise eingebuttelt sind. Also der war jetzt zum Beispiel teilweise eingebuddelt. Also man kann ihn jetzt nehmen, sich, legt man den mal da her, hoppala. Übrigens, so weit wird den gar nicht schmeißen. Aber scheint jetzt nichts drin zu sein. Ja, ihr Lieben, also ist schwierig. Wir machen natürlich weiter. Ich lasse mich natürlich nicht unterkriegen, das ist ja wohl ganz klar. Aber im Moment gestaltet sich alles schwierig, wenn wir keine weiteren Hinweise haben. Scheint auch nichts zu sein. Wollen wir mal umschalten. Schauen wir mal da noch. Aha, das ist der, der. Da schaut zumindest irgendwie mal was raus. Da könnten wir mal prüfen. Okay. Ja, dass wir jetzt anfangen, hier jeden einzelnen Stein zu prüfen, das macht irgendwie auch keinen Sinn. Also es gestaltet sich noch schwierig, aber wie gesagt, ich lasse mich nicht unterkriegen. Wir buddeln auf alle Fälle noch ein bisschen weiter. Und schauen wir mal, mehr wie ein. Ich gehe mal schon davon aus, dass wir vielleicht mehr wie einen Knochen da finden. Da unten ist ja, da kommen wir ja nicht mehr weiter, oder? Da unten. Ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Im Moment ist es etwas schwierig, aber trotzdem machen wir jetzt mal Schluss. Es ist schon wieder fast eine halbe Stunde vorbei. Zumindest ist das Auto da und ich hoffe, das bleibt jetzt auch da, wenn ich mal speichere. Und da werden wir jetzt gleich mal den letzten Stand überspeichern. Genau. So, sicherheitshalber. Und dann hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Ich darf mich freuen. Bis zum nächsten Mal, sagt der DJ Nick. Servus, pfiat euch.